Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Marmotta versucht, ins Bienenfeld zu locken, haben es auch geschafft, mit 3-4 Leuten. Und ja, guckt euch den letzten Part an, war sehr merkwürdig. Bleh. Ja, das Bienenfeld war ein totaler Reinfall, hat Alicia auch gemerkt, deswegen hat sie sich in eine Valkyrie verwandelt und will jetzt irgendwas gegen die Marmotta unternehmen. Wahrscheinlich will sie Valkyria-Flamme einsetzen, was für mich irgendwie keinen Sinn macht, weil dann gehen wir doch, glaube ich, auch alle drauf, oder? Egal. The Main's Shield. Love. Oh. Für Britannia! Das war irgendwie kein Sinn. だけど、アリシアはアリシアじゃないか。明るくて、優しくて、太陽になるのが夢で、それは変わってないだろう。バルキュリアであっても、君は君なんだ。ベルキン、僕は君を守る。かけがえのない君を、きっと守ってみせる。アリシア、僕は君を愛している。 Alicia, 戦いが終わったら一緒に暮らそう。僕はずっと君と一緒にいたい。 Und der Panzer, die Leute. Okay. Aha. Zu viel Emotionen. Liebe Panzer 1, 2, 3, okay. Nee, was ich sagen wollte, der Panzer, ich weiß, die sind weggefahren, aber
Ich stelle mir irgendwie so vor, wie die ganzen Imperialen einfach nur so im Panzer sitzen, diese Szene sehen und sich alle denken so, oh, so alle synchron. Da wollte ich einfach nur loswerden. Squad 7 moves out. So, wir haben unsere romantische Szene für dieses Let's Play, habe ich eigentlich schon mal gesagt irgendwann. Und jetzt kommt wieder Action. Oder noch mehr Liebe.素晴らしいカップル誕生ね。スクープゲット。って言いたいところだけど、まあ今回は報道せずに私の胸の中だけにしまっといてあげる。おかえり、アリシア。ロージ。みんな、ありがとう。ほら、大丈夫。さあ、ウェルキン、命令を出しなさい。 これよりマーモットを追撃し、首都ランドグリーズへ進撃する。第7小隊、前進開始。 Ja, irgendwie haben wir nichts geändert. Das Ding ist immer noch am Rampagen. The Bridge to Hope. Eine neue Episode. Personal Skirmish. Ja, das können wir auch noch machen. Aber nicht jetzt. Erstmal gehen wir einkaufen. Und wenn ich mich nicht irre, dann kommt jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Also, wir sind jetzt bei den letzten zwei, drei Kapiteln, glaube ich, angekommen, wenn ich mich nicht irre. So, ich muss trainieren. Warte mal. Ja, dann mach ich gleich. Ich guck mal, ob noch alle Leute irgendwie da sind. Irgendwie habe ich so Paranoia, dass irgendjemand gestorben ist, obwohl das gar nicht so ist. So, Scouts, Trooper, Elite. So, Scouts. Die sind immer nur so gebrechlich. Kann ich die Ingenieure zweimal? Oh, ich kann die Sniper und die Ingenieure aufleveln. Machen wir halt so. Nächstes Mal machen wir mal Skirmish. Auch wenn die Marmotta mitten auf unsere Hauptstadt zustürmt, ist jetzt egal. Neues Potenzial für die Sniper, okay. Zeig mal. Penetrator. Super, ja, so. Super Accuracy. Firing Accuracy is greatly boost to a set percentage of time. Okay, Verteidigung wird ignoriert. Das ist gut. So, und weg sind unsere Erfahrungspunkte wieder. Wir haben so viele gehabt. So, und jetzt kommt die R&D Facility. Ich mag es, wie sich das so reimt irgendwie. Waffen. So, zeig mal. Verdammt. 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 Die benutze ich irgendwie gar nicht. Ja, auch wenn wir die nicht benutzen. Hier hat schon eher eingehabt. So, hier, Firepower. Clip Size Up kann ich auch machen. Aber erstmal. Ja. Irgendwie nicht so gute Sachen zum Kaufen gerade. Aber wir machen ja bald ein Skirmish, da kriegen wir wieder mehr. Dann machen wir mal Clip Size. Ja. Na, ja, so eine Geldverschwendung. Das müssen wir auch für den Panzer aufbewahren, ich Idiot. So. Anti-Armor-Shell. Ja. Okay, schon ist unser Geld wieder weg. Wir haben immer so viel Geld und das ist immer so schnell weg. Jetzt sind wieder hier die ganzen Dinger. Brauchen wir nicht. Shamrock. Was mache ich jetzt mit der restlichen Zeit hier für den Part? Bevor ich wieder Geld rauswerfe. Soll ich mal gucken, ob wir die Dings noch irgendwie reinkriegen? Also nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch. So, ich möchte mal mehr Scouts haben vielleicht. Ich sehe mal die gleichen Leute hier.
Jetzt mal gucken, ihr Potential Info. Wen haben wir denn hier noch alles? Ich habe noch 20, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, dann haben wir keinen verloren. Ich weiß nicht, nehmen wir mal dich raus. Dich habe ich irgendwie nie. Ich habe sowieso allgemein zu viele Sturmtruppen, finde ich. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? Hm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nehmen wir noch irgendeinen als... Ich habe gar keinen männlichen Scout, sehe ich gerade. Welkin Hasser, was? Chatty, Catty, Neat Freak. Dann nehmen wir sie rein, weil sie eine Hauptcharakter in Anime ist. Mal neue Gesichter. Mal noch irgendjemanden, den man nicht einsetzt. Nina habe ich auch noch nicht oft eingesetzt. Da hat sie voll gute Werte. Vielleicht noch ein Dingens. Weiß nicht, ein hier von einem. Dachsen, okay. Wusste ich gar nicht. Jetzt glaube ich auch in der Anime. Kommt glaube ich auch in der Anime vor. Eigentlich alle kommen irgendwie in der Anime vor, aber. Also nicht. Ich brauche manchmal viele Dingens, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nehmen wir mal einen Sturmtruppler raus, ich weiß nicht wen. Nina, dich benutzen wir irgendwie nicht so oft. Ich habe dich ja nur reingenommen, weil ich keine Ahnung. So, Dingens hier brauchen wir oft. Das. Wen nehmen wir noch hier? Rosina, Selden, Yoko Martin. Sie hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Nehmen wir Yoko mit. So, dann weiß ich jetzt nicht, was ich mit der restlichen Zeit machen soll. Ich kann mal gucken. Ach ja, wir haben ja Dingens bekommen. Bäh, hab ich ganz vergessen. Wir haben wieder eine kurze Episode, ausnahmsweise. Dabei will ich schon lange Parts aufnehmen. So, Mist. Pulli sieht angepisst aus. Ja, okay, ich mach alles. Gib uns mehr Tötungswerkzeuge. Okay, das Ding sieht stark aus. Mal ausrüsten. Das sieht auch stark aus. Irgendwie nur 5 Minuten Cutscenes gehabt und dann... Weiß ich nicht. Den Rest haben wir nur... Kann ich ja noch mal, also eher, ja, das haben wir irgendwie nur eingekauft oder equipped und so. So, weiß ich nicht, ist keine neue, ne, war ein Sturmgewehr oder auch nicht. Hat hier es werden hier so ein, du hast das Ding hier. Nimm du das. Das ist mehr so auf... Weiß ich gar nicht. Egal, gucken wir mal. In Personen. Wer hat denn hier so ein Personendingen? Du, ne? Nimm du das. So, und Lago, ich glaube, für dich ist das hier, ne? Jo. Mein Gott, was? Ging so gegen Personen voll stark. Wer werden hat andere?
Du hast das. Hä? Egal. Gegen Person. Ne, ist schon so richtig. Ja, warte, wir haben mal ein Sniper-Gewehr bekommen, ich Idiot. Für den einen Typen. Und da sind wir nur so Dingensgewehre, ne? So Jagdgewehre, glaube ich. Nimm das. Ist viel stärker, aber voll kurz die Entfernung. Nimm du mal das mit den besseren Aim, würde ich sagen. Ja. Also, okay. Keine Ahnung, so. Wenn beim Part passiert nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part das Skirmish. Mal gucken, welche Level das überhaupt ist. Sag mal. Futsch. Nagia Plains. Okay. Oh, das wird ein Spaß. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns um Skirmish Nummer 8 kümmern. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.